nächsten Lauf. Es wird hier gleich der 9. sein und hier eine kleine Dia-Show mit unseren Fahrzeugen. Das war der Wunsch einiger von euch treuen Fans hier, die Fahrzeuge doch mal ein bisschen länger einzublenden. Und hier sehen wir den Holländer, der hier gleich unterwegs sein wird, zusammen in der Gruppe mit Mike und mit Sven Olaf. Und im neuen Lauf darf auch der Sieger des Aston Martin Cups endlich mitfahren, der Axel. Und es geht hier auch gleich los. 4 Fahrzeuge am Start. Axel hat sich die Pole Position gesichert. Und hier knallt der Holländer schon gegen die Bande, versucht hier auf die Idealspur zu wechseln und kann die überschüssige Geschwindigkeit seines Audi R8s hier nicht bändigen. Und wir sehen es hier ganz deutlich, der Holländer fährt hier erstmal eifrig hinterher. Vorne kann sich schon für mich etwas überraschend mit diesem Fahrzeug der Axel absetzen. Denn wir haben es gesehen im ersten Lauf des heutigen Abends. Da ist Frank doch mit dem Audi R8 der Firma mangels und putzig doch weit hinterher gefahren. Christian gerade eben immerhin Zweiter mit diesem Fahrzeug geworden. Etwas glücklich die ganze Geschichte. Er bekam nämlich, wir haben es gesehen, Rückendeckung durch Marco. Nils war da ein bisschen übereifrig in diesem Lauf und Christian nachher mit dem 2. Platz. Ja, jetzt sind wir hier im 9. Lauf. 4 Fahrzeuge auf dieser 44 Meter langen Bahn. Verläuft sich das Ganze leider recht schnell, aber wir sehen es hier, Axel vorweg, dann kommt Sven Olaf mit dem schnellen Fahrzeug, Del Mar, schön blau lackiert, und dahinter dann Mike im Audi R8 der Firma Plambeck. Und hier sehen wir auch im Bild dann den Audi R8 der Firma Fleischhut, gefahren vom Holländer, der jetzt hier aufpassen muss, dass er nicht gleich von Axel überrundet wird. Also das wäre es natürlich, vielleicht sollte der Holländer mal gleich in die Box fahren, denn wer lässt sich hier schon gerne überrunden? Und hier fährt Sven Olaf rein zum Tanken, macht das hier ganz gut, nimmt gleich den ersten Tankplatz, und dann sehen wir es hier, auch Mike fährt hier jetzt rein, Olaf fährt hier wieder raus, hat also vollen Sprint mitgenommen, und Axel bricht hier die Verfolgungsfahrt erstmal ab, fährt also hier auf den ersten Tankplatz. So, und Axel hat jetzt eigentlich alle Zeit der Welt, hat genug Vorsprung. Wenn er clever ist, fährt er, jawohl, jetzt raus, hat also genug Abstand vorne zu Tim van de Drost, der jetzt hier reinfährt zum Tanken. Das heißt, Axel hat erstmal freie Bahn. Und wir sehen es hier, Mike und Sven Olaf fahren hier dicht an dicht. Und Sven Olaf hat wirklich ein sehr schönes, schnelles Auto. Also wenn Mike, glaube ich, Sven Olaf da kassieren will, dann vielleicht nur über eine taktische Variante bei den Boxenstops, oder er versucht, Sven Olaf so dermaßen unter Druck zu setzen, dass der vielleicht die Nerven verliert und vielleicht mal im Reifenstapel landet. Aber wir sehen es hier ganz deutlich, Sven Olaf kann hier seinen Vorsprung weiter ausbauen. Auch der Holländer holt ein bisschen mehr auf hier auf Mike. Aber Axel hier im Moment nicht zu schlagen, fährt vorne einsames Rennen, und jetzt bin ich mal gespannt, wann hier die nächsten Boxenstops hier jetzt endlich kommen, denn es müsste gleich soweit sein. Und hier sehen wir es gleich, beide auf einmal vorweg, Mike mit dem Audi R8 der Firma Plambeck oben nochmal eingeblendet, und dahinter der Holländer. Wenn der Holländer jetzt eher rausfahren würde, aber er macht es nicht, tankt voll, geht hier auf Nummer sicher. Das wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen, hier vor Mike rauszufahren, sich erstmal den 2. Platz hier zu sichern und dann den Vorsprung vielleicht auszubauen, um dann für den letzten Tankstop genug Zeit zu haben, um
vielleicht den zweiten Platz hier nach Hause zu fahren, denn wir sehen es hier ganz deutlich. Axel im Audi 8 der Firma Mangels und Putzig im Moment nicht zu toppen. Und was passiert da vorne? Sven Olaf begeht hier einen kleinen Tankfehler. Er kriegt seinen Wagen zu spät zum Stehen, fährt über die Diode raus. Der Tankvorbank startet hier überhaupt nicht. Also da dürfen wir gespannt sein, wann er jetzt wieder reinfährt. Sven Olaf hier vorne am Zucken hat gemerkt, dass er sich gar nicht in der Boxengasse befindet. Viel Sprit hat er jetzt nicht mehr an Bord, also er muss jetzt sehen, dass er jetzt reinfährt. Axel ebenfalls kommt rein. Sven Olaf fährt wieder durch, wollte wahrscheinlich Tankplatz 1 anfahren und hat die anderen Tankplätze nicht erwischt. Ich weiß nicht, warum Axel jetzt noch so lange da in der Box steht. Der kann also ganz locker rausfahren. So, und da vorne hat es nun auch wieder nicht geklappt. Sven Olaf muss wieder rausfahren. Also somit steht die Reihenfolge hier wohl so gut wie fest. Der Axel gewinnt hier diesen 9. Lauf und nimmt somit 10 Punkte mit in die Gesamtwertung. Zweiter, so wie es jetzt aussieht, mit massig Vorsprung, wird hier Mike. Der dritte Platz geht hier wohl an den Holländer Tim van der Dross. Und der vierte Platz geht hier an Sven Olaf, der hier mit dem Audi R8 der Firma Del Mar unterwegs ist. Und der Holländer, ja, gibt hier nochmal Gas, hängt sich nochmal hinten ran, aber das Rennen ist hier schon so gut wie gelaufen. Und ja, herzlichen Glückwunsch hier an den Sieger, an Axel, auch von Mike. Ein klasse Rennen hier gefahren. Und ja, mit den Bildern der Schlussminute hier verabschiede ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und zum Schluss bitte ich die Bildregie nochmal eben die Szene einzublenden. Am Anfang des Rennens, wo der Holländer mit zu viel Überschuss hier in die Bande geknallt ist. Ja, wir sehen uns in nächster Zeit nochmal wieder. Bis denn und bye bye.